Ja, hallo zusammen. Jetzt ist Montagabend. Ja, ich habe noch einen kleinen Spaziergang gemacht, bevor es dunkel wird. Ja, ich habe nochmal geschaut hier in verschiedenen Straßen. Da haben viele Geschäfte zugemacht. Also zum Beispiel Schuhgeschäfte, Buchhandlungen, so kleine Museen und Kleidungsmodehäuser, so kleine Geschäfte, die haben alle zugemacht am South Street Seaport. Ja, das ist der Blick nach Südmanhattan. Hier ist so ein Monsterhochhaus, bezugsfertig sozusagen. Und da sieht man da hinten von World Trade Center die ganzen Banken und Ratingagenturen. Da unten ist eben Standard & Poor's, da ist Fitch und Moody's. Das ist halt das Finanzzentrum der Welt. Ja, und hier am Rande sieht man so ein paar sozialer Wohnungsbau. Da wohnen Leute mit geringen Einkommen oder Arbeitslose. Die bekommen von der Stadt subventionierten Wohnraum. Und hier auf der anderen Seite sieht man Brooklyn. Da hinten ist ja die Brooklyn Bridge mit der Fahne oben drauf. Und hier direkt im Vordergrund ist ja die Manhattan Bridge. Und wenn ich jetzt nach hinten schaue, da sieht man dann die Williamsburg Brücke in die andere Richtung hier runter. Ja, ich sitze hier auf so einer Schaukel. Die haben hier so Schaukeln hingebaut. Die Stadtverwaltung, die baut die ganze, den ganzen Uferbereich um, macht eine Begrünung, so dass die Leute sich besser erholen können. Die machen so Sportgeräte nach außen, in die Außenanlagen, so kleine Sportgeräte. So Fahrräder und so Bereiche zum Stretching. Und Grünflächen werden angepflanzt. Ja, ist ziemlich ruhig heute. Die meisten Leute sind zu Hause, denke ich mal an. Und sind verunsichert mit diesem ganzen Virus-Dings. Ja, es ist schon, brisant, dass man sieht, dass die ganze Wirtschaft im Grunde runterfährt. Aber ich bin total zuversichtlich. Natürlich bin ich auch vorsichtig. Ich trage selbst, ich habe selbstverständlich immer Handschuhe an. Das sind nicht die modernsten, die habe ich schon sehr, sehr lange. So Stoffhandschuhe. Ja, circa 12 Jahre lang oder so sind die alt. Und klar passe ich auch auf. Ins Restaurant gehe ich nicht oder vom Buffet würde ich jetzt nichts essen. Am besten ist sowas abgekochtes, so Suppen machen und so. Das bin ich total von begeistert. Gerade jetzt ist ja nur so 6 Grad Celsius. Da passt das ja. Und das Fitnessstudio ist zu, deswegen gehe ich ein bisschen mehr spazieren. Aber zum Joggen habe ich jetzt keine Lust gehabt, weil es doch schon wieder kühl ist. Frostig fast. Ja, ansonsten immer cool bleiben. Und man kann natürlich auch hysterisch werden aufgrund dieser ganzen Krise. Hier sind auch immer Skater unterwegs, die springen da runter mit ihrem Skateboard. Und man sieht auch immer wieder Angler im East River und im Hudson River nimmt der Fischbestand wieder zu. Ja, jedenfalls wird es ruhiger. Ist aber auch mal nicht schlecht, ehrlich gesagt. Man kann aus einer schwierigen Situation das Beste machen. Hast du zum Beispiel ein Buch, was du unbedingt lesen willst oder irgendein Projekt,
was du abschließen willst, und dann hast du vielleicht mehr Zeit, weil ein Urlaub aufgeschoben wird oder weil deine Arbeit sagt, hey, komm am besten nicht mehr zur Arbeit, dann sparst du die Pendelzeit und dann kannst du ein Buchprojekt vornehmen oder was anderes, wo du unbedingt mal was erledigen wolltest. Vielleicht was im Garten anbauen oder ein anderes Webprojekt oder Internetprojekt oder was auch immer. Man kann immer das Beste aus jeder Situation machen, auch wenn sie betrüblich ist und angsteinflößend. Finde ich zumindest. Du kannst auch zum Beispiel den Nachrichtenkonsum reduzieren. Man kann das Nötigste erfahren, muss aber nicht jede Nachricht sich reinziehen. Ja, und hier schaut das so aus. Manhattan hatte ja, oder New York überhaupt, hatte ja ganz, ganz viele Piers. Ich glaube, über 150 Piers. Da ist halt immer alles angeliefert worden auf diesen Piers. Das hier zum Beispiel ist ein altes Lagerhaus für Bananen und Früchte. Ich glaube, oben an der Decke ist so eine alte Kühlanlage noch installiert. Heute ist das umgebaut worden, da ist zum Teil die Müllabfuhr untergebracht in dieser Halle. Zum Teil ist eine ganz große Basketballsporthalle, da trainieren auch die Profis von der, ich glaube, richtige Profiklubs von der NBA. Da kommen, glaube ich, als mal so richtige Stars vorbei. Und und da drüben sieht man Brooklyn, da sieht man noch so ein paar alte Fabriken, die werden aber jetzt auch umgebaut. Das wird alles Wohnraum zum Großteil werden. Und dann sieht man so Storage. Da lagern die Leute ihren Plunder ein, ihre ganzen Clown-Sachen, die sie nicht, wo sie sich nicht trennen können von. Und bezahlen dann eine Miete dafür, eine monatliche. Das hier. Das ist so ein Storage. Da gibt es ganz viele. Ja. So schaut es hier aus. Es gibt auch kaum noch so Touristenschiffe, die unterwegs sind. Da gibt es ja normalerweise immer relativ viele. Das da unten ist so eine Konzerthalle, Eventhalle. Die gehört Howard Hughes Incorporated, oder ja, das ist eine börsennotierte Gesellschaft. Da ist der Bill Ackman auch beteiligt. Sorry, jetzt fange ich auch schon an mit dem Husten. Ne? Ja, und das gehört zu South Street Seaport. Das ist Bill Ackman und Howard Hughes. Das war so ein Erfindertyp. Der hat zum Beispiel, ich glaube sogar die Fluggesellschaft TWA gegründet. Da hat das moderne Krankenhausbett erfunden, Howard Hughes. Und zu seiner Firma gehört eben diese Eventstätte und verschiedene Gebäude ringsherum. Dieses Erleuchtete. Jo, und das ist schon mal alles. Dann bis die Tage. Ciao.